Hallo zusammen. Herzlich willkommen zurück bei der autochthonen Rückenmuskulatur. Wir befinden uns jetzt im lateralen Trakt und wollen uns den etwas genauer anschauen. Wir unterscheiden im lateralen Trakt genauso wie im medialen Trakt ein Schrägsystem und ein Geradsystem. Wir hatten schon besprochen, welche Funktionen die Muskeln im Schrägsystem und Geradsystem im medialen Trakt hatten. Und beim lateralen Trakt bleibt es beibehalten, glücklicherweise. Die schrägen Muskeln führen rotatorische Funktionen durch, die geraden Muskeln führen diese Einneigung durch. Wenn die Muskeln symmetrisch arbeiten, dann machen sie natürlich eine Extensionsbewegung. Der Unterschied zum medialen Trakt liegt darin, dass die schrägen Muskeln im lateralen Trakt von innen nach außen ziehen, also von medial nach lateral. Im medialen Trakt war es umgekehrt, da ziehen die Muskeln von lateral nach medial. Also im lateralen Trakt von medial nach lateral, das bedeutet, wenn diese Muskeln kontrahieren, dann führen sie die gleichseitige Rotation durch. Im medialen Trakt war es genau andersrum. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man sich merken sollte. Es ist leider nicht so günstig wie im Medialtrakt, dass wir die Hälfte der Muskeln im Schrägsystem haben und die Hälfte der Muskeln im Geradsystem. Wir haben trotzdem 8 unterschiedliche Muskeln. Davon liegen 2 im Schrägsystem und 6 liegen im Geradsystem. Tatsächlich aber wiederum können wir das Ganze noch mal ein kleines bisschen vereinfachen, ein bisschen runterbrechen. Ja, die 2 Muskeln im Schrägsystem, das ist das Plenius, der Musculus Plenius Capitis und der Musculus Plenius Cervicis. Die müssen wir quasi als einzelne Muskeln lernen, die sind super, super wichtig. Im Geradsystem ist es aber so, dass wir eigentlich nur 2 Muskeln haben, und zwar einmal den Musculus Longissimus und einmal den Musculus Iliocostalis. Nachher werden wir sehen, diese beiden Muskeln unterteilen sich nochmal in 3 Bereiche. Wir haben den lumbalen, kostalen, zervikalen bzw. den Bereich, der über die Kopfgelenke zieht bis zum Os Occiput. Aber der einfach halber könnte man tatsächlich erstmal davon ausgehen, im lateralen Trakt haben wir immer noch im Geradsystem ein Schrägsystem, 2 Muskeln im Schrägsystem, 2 Muskeln im Geradsystem. Das macht es schon wieder etwas einfacher. Fangen wir an mit dem ersten Muskel.